Ja, herzlich willkommen zurück zu Bottle Pilgrim, dem vierten Kapitel mit dem schönen Titel Buße. Ich wünsche euch wieder viel Spaß. Things went swimmingly for the Alles first lief few wie am days of the Schnürchen in den beachside ersten trip, Tagen unseres no better puns Strandausflugs. intended, Kein Witz. and Und Emily was Emily hat enjoying ihren every Spaß moment. in jeder Minute. Sometimes I worry Manchmal that I mache ich may mir have Sorgen, created a slight dass ihr moment einzige Einzelgänger werden given how könnte, happy she was to wie play by glücklich sie allein herself, spielte, how gleich sie proficient für sich she was selbst at Unterhaltung finding her fand. own entertainment. Was für eine Höhle. Muss man schon sagen, da haben die Entwickler sich einfallen lassen. Eigentlich jedes Kapitel eine andere Landschaft. Oder zumindest ein anderes Wetter. Finde ich echt nicht schlecht. Es ist zwar ganz schön dunkel hier. Aber, na gut. Es gibt doch Schlimmeres. Ich bin echt gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Okay. Wo führt uns die Reise noch hin? This isn't to say that there weren't Nicht, other dass da keine children in anderen the Kinder in trees diesem with Fane whom she umgab, was willing to briefly mit denen sie associate, sich auch but keine she Zeit didn't lang seem abgab. overly fussed if their Aber sie parents schien hadn't auch nicht taken them übermäßig on that train bedrückt, either. wenn ihre Eltern sie She was abends wieder happy either abholten. way. Sie war so oder I so guess I shouldn't glücklich. have been Das sollte mich surprised, auch nicht given weiter that she was an überraschen, only da sie ein child, Einzelkind war. and that Es war she ja was nicht no fremd, stranger dass to the Menschen idea zeitweise that in ihr people Leben might treten und temporarily kurz darauf inhabit wieder her zu life, verschwinden. only to Vielleicht depart habe ich sie in shortly der Hinsicht after. etwas zu gut erzogen. Perhaps I've raised her a little too well in that department. So, und was müssen wir jetzt wieder sammeln nebenbei? Oh, diesmal vielleicht nichts. Wie gesagt, so eine Art Spiel spiele ich zum allerersten Mal. Normalerweise zocke ich echt ganz andere Sachen. Aber ich wollte dem Spiel einfach mal eine Chance geben. Okay, ich dachte, da ist vielleicht noch irgendwas. Ich muss sagen, bis auf das ewige Laufen macht das Spiel eigentlich schon. Ja, es hat was. Es hat mal was komplett anderes als Ego-Shooter oder irgendwelche Horrorspiele oder Adventure, die ich sonst eigentlich spiele. Aber ich muss sagen, es ist okay. Und für den Preis kann ich echt sagen, es ist wirklich empfehlenswert. Macht man echt nichts falsch. Ah, wir sind draußen. Deswegen war es so dunkel. Oh, schönes Meer. Das ist doch echt toll. Von der Grafik her echt gut gemacht, finde ich. Ihr könnt es natürlich auch anders sehen. Ist euer gutes Recht. Aber ich finde es eigentlich gut gemacht. Okay, nimm da nicht mit. Ein abendlicher Strandspaziergang. In the meantime, I was having my In own der version of a Zwischenzeit hatte good ich meine time. eigene Art einer guten Freed from the Zeit. shackles of a Von den more Ketten polite eines eher höfischen existence, I Daseins found little befreit, reason gab not es to mich ein drag the wenig days Gefühl, away, nicht die and Tage I zu think versaufen also. und die Nächte noch mehr. I know that wasn't Ich the weiß, plan, das war so but nicht geplant, anyway. aber I met egal. some new friends Ich and traf neue even made the Freunde, acquaintance of a machte auch very die lovely and Bekanntschaft very einer sehr single netten woman, 5 years und sehr older than me. alleinstehenden 5 Jahre A jungen woman so Frau. charming that So even bezaubernd, Emily seemed dass sie to take a anscheinend sogar slight Emily shine to gefiel. her. Es ging Things definitiv were definitely aufwärts. looking up. Dann kam die Tragödie. Then came the day of the tragedy. Oh, schon wieder eine Tragödie. Hat doch eigentlich schon genug erlebt.
Ich würde sagen, gucken erstmal ins Haus. Sonst gibt es hier auch nichts großartig zu sehen. Also erstmal ins Häuschen. Falls mal reinkommen. Aber es sieht danach aus. Könnt ihr eigentlich auch schon eine Runde schwimmen gehen? Ne, ich muss sagen, es gefällt mir. Das ist echt schön gemacht. Wo geht es hier rein? Ah, ich glaube, hier drüben. Okay, aber hier gibt es nichts, wie es aussieht. Na gut. Wir haben es versucht. Dann halt nur ein Strandspaziergang. Ja, sieht wirklich schon toll aus. Kann ich echt nichts sagen. Was denn? Leuchtturm? Nee, sieht nicht so aus. Bloß wegen Flugzeugen, die auch sehr oft hier fliegen in dem Spiel. Aber nun ja. Ist da schön ein menschenleerer Strand. Sehr, sehr selten zu finden in der Wirklichkeit. Was haben wir hier? Imbissbude. Oder wieder inne mit obligatorischen Traktorreifen. Ah, da liegt auf jeden Fall irgendwas. Irgendwas leuchtet doch schon von Weitem. Bitte kein Radio, was ich untersuchen muss. Oder Batterien. Das wäre echt ein bisschen fies in Dunkelheit. Ich glaube, hier drüben geht es hoch. Was ist das denn? Ach, mit Schwimmreifen. Okay. Dann nehmen wir halt einen Schwimmreifen mit. Möwen auch da. Aber was ich echt gut finde bei diesem Spiel, obwohl es, sag ich mal, recht günstig war, es hat wirklich fast keine Grafikfehler. Am frühen Abend, 2 Tage nachdem ich die Frau getraf, genoss ich ihre Gesellschaft und die einige Bekannte, während meine Tochter weniger Meter von uns im Wasser ihr Spaß hatte. Ich sage wenig Meter, aber sie muss wohl unbemerkt weit hinausgetrieben sein. Nicht sehr überraschend, da mein fortgeschrittener Rausch meine Aufmerksamkeit auf eine Sache beschränkte. Höchstens. Da ich auf die Frau in dem Moment neugierig war, sie zog den Großteil meiner Aufmerksamkeit auf sich. Diese Aufmerksamkeit wurde auch rasch geteilt, als ich meine Tochter schreien hörte.
Oh nee, da hat er auch seinen Drohne verloren. Das wäre ja echt mega mies. Das wäre echt nicht schön. Sieht doch echt toll aus. Kann ich echt nichts anderes sagen. Oh je. Hat er etwa seine Tochter auch noch verloren nach der Frau? Der wäre ja echt ganz unten. Echt ein schöner großer Strand. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Tagsüber schön hier liegen. Bierchen in der Hand. Zwischen euch baden gehen. Herrlich. Vor allem, wenn aus Menschen der tagsüber wäre, das wäre echt toll. Witzig, wenn ich plötzlich Klarheit man erfahren kann, in dem Moment, wenn einem bewusst wird, dass etwas Geliebtes in Gefahr ist. Ich sprang auf die Füße und sorgte für allerhand Unheil, als ich aus dem Labyrinth an Tischen und Bänken herausklatschte, das uns umgab. Irgendwo hinter mir eilte ein weiterer Mann aus unserer Gefolge zu mir, aber ich erreichte die Küste schneller und wartete verzweifelt hinein, den Namen meiner Tochter rufend. Man konnte noch laufen. Aber es ist schon schlimm. Seine kleine Tochter so zu vernachlässigen im Wasser ist ja echt kreuzgefährlich. Zeug wirklich nicht von einem guten Vater. Ah, da leuchtet es wieder rot. Der nächste Schwimmreifen. Ja, nehmen wir ihn doch wieder mit. Komm zu Daddy. Genau. Der sieht echt toll aus, oder? Was sagt ihr? Es hat auf jeden Fall was. Mir gefällt es wirklich. Da habe ich schon für teures Geld richtig andere Spiele gekauft. Ah, da war die Grafik zum Teil echt grenzwertig, sagen wir es mal harmlos ausgedrückt. Okay, einen kleinen Grafikfehler hat es wahrscheinlich, wie es aussieht. Oder warum sich die Vögel solche komischen Spuren? Ja, das ist ein bisschen ulkig. Aber hey, keine Bugs, keine Schwärme, keine Abstürze. Ist doch schon mal ganz okay. Da haben manche große Spielhersteller schon ganz andere Flops geleistet. Nicht so laut.
So, wieder eine Hütte. I couldn't actually see her at Zunächst konnte first, ich sie then gar nicht richtig sehen. glimpses only of her Dann, hands and noch kurz arms as erschienen they ihre Hände flailed und above the Arme water, fuchtelnd über dem all Wasser. thoughts of my own Alle current Bedenken capacity über to meine eigene swim were momentane tossed aside. Schwimmfähigkeit I beiseite washed geworfen. myself into the Warf ocean ich mich in die fingers Finger voraus first. ins Meer. I'm not even sure Ich if I'm weiß nicht swimming mal, in the ob ich die correct ganze Zeit direction in die or richtige not, Richtung but schwamm. my body knew Aber it mein had to Körper press wusste, on, dass er vorwärts irrespective. preschen musste, Something inside my rücksichtslos. burning brain told me that Etwas in as meinem long as brennenden I Hirn pushed sagte mir, myself solange forward, ich mich I could vorwärts schob, aid my konnte ich meiner Tochter daughter. helfen. By the Allein durch mere den Willen, fact ihr of Retter zu willing sein, myself to be würde ich her das auch savior, irgendwie that werden. was what I would somehow become. Ja, ich glaube wirklich, mit der Mut der Verzweiflung kann man einiges reißen im Leben. Her body Ihr was Körper never wurde nie found. gefunden. Meiner Mine fand somehow made irgendwie its einen way Strand back to the zurück, beach bevor before er, collapsing, Kopf in den face Sand, down, sagten so I'm sie, told, bewusstlos into zusammenbrach. consciousness. Oh Gott. Also das Kind doch endgültig verloren. Ach Mensch, da. Dem ist echt nichts erspart geblieben. Aber da war er echt schuld. Gut, dass seine Frau an Krebs stirbt, dafür kann er echt nichts. Aber wenn er sich lieber hinsetzt und trinkt, statt sein Kind aufzupassen, den Vorwurf kann man ihm wirklich machen. Das ist echt schon schweres Versagen. So, und gibt es hier noch irgendwas? Ja. Ein Schwimmreifen. Wunderschön. Mann, jetzt wo ist eine Spiegelung? Ich dachte, ich vielleicht noch eine Nachricht. Aber nein. Dann halt nicht. Dann sage ich mal auf zur nächsten Hütte. Und dort gibt es entweder wieder einen Reifen, schätze ich mal, oder vielleicht sogar schon das obligatorische Radio ohne Batterien. Ich bin gespannt, was es von beiden ist. Denn ich glaube nicht, dass die Hütte leer sein wird. Das vermute ich wirklich nicht. Was ist hier? Ach ne, ist auch bloß eine Spiegelung. Na gut, dann spiegelt's halt nur. Gleich sind wir bei der Hütte. Na, noch leuchtet nichts, aber es hat ja nichts zu heißen. Eigentlich auch ein bisschen schade, dass man auf die Türme hier hochklettern kann. Vielleicht hätte man auch noch was entdeckt. Aber na gut, wie gesagt, vielleicht hat er Höhenangst. Man weiß es nicht. Oh, du vom Boot fahren? Aber ich glaube eher nicht. Na, na? Was erwartet uns? Und es ist. Oh, nichts. Na gut. Okay, ins Boot mag er auch nicht. Schade, schade. Na? Na dann. Auf zur nächsten Hütte. Dauert jetzt zwar einen Moment, bis wir da sind.
Power Souls genießen etwas die Landschaft. Ich kann nicht sicher sagen, ob ich Emily hätte retten können, nüchtern oder nicht. Dennoch gebe ich dem Trink die Schuld, noch mehr mir selbst. Wem lüge ich hier? Einer Flasche kannst du nicht mehr Schuld geben als einem Gewehr. Es war meine Schwäche, mein Fehler und nur meiner, dass aus mir ein so erbärmlicher Mann wurde, der noch nicht mal merkte, wie seine Tochter gegen die Abendflut kämpfte. Meine Wahnvorstellung vom Heldentum in letzter Minute zählt nicht. Ich war einfach nicht da für mein einziges Kind, als sie mich am meisten brauchte. Ja, die Einsicht kam aber leider viel zu spät. Wie er damit so lange leben konnte, eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob das jeder so lange durchgehalten hätte. Eigentlich echt ein hartes Schicksal, die dieser Mensch zu ertragen hatte. Wirklich nicht leicht. Wünscht man, glaube ich, echt niemanden, nicht mal seinen ärgsten Feinden. Ah, wir haben noch eine Hütte davor. Na, ist doch schon mal schön. Wir springen also, oder besser, wir springen, wir laufen von einer Hütte zur nächsten. Außer haben wir jetzt ein Ziel, im Gegensatz zu manchen vorgehenden Leveln. Und teilweise gar nicht wusste, wo es lang geht. Aber jetzt finden wir bestimmt was in der Hütte. Würde ich fast wetten. Aber auch nur fast. Sogar eine Bank daneben stehen. Ach, ist doch gemütlich. Ich habe das dumme Gefühl, da hinten ist irgendwas noch zum Einsammeln. Aber mal schauen, vielleicht auch hier drin. Gehen wir es mir rein. Nein. Oh, das ist doof. Aber ich denke mal, da ist vielleicht hier hinten noch irgendwas. Weil ein bisschen weit ab vom Weg vom Schuss. Damit viele, die die nächste Schwelle gucken, übersehen. Bin ich gespannt. Das ist ja wirklich in vielen Spielen so, dass manche Sachen richtig schön verstecken, damit sie echt übersehen werden. Und notwendig, dass sie sich alles angucken, auch finden. Aber ich glaube, nicht in diesem Fall. Na gut. Dann also auf zur nächsten Hütte. Ein bisschen schnell laufen, die Sonne verschwindet gleich ganz. Aber nein, das wird euch nicht passieren. Aber wir sind schon fast da.
Kann ich mich selbst für einen guten Vater halten? Nein. Aber ich habe es versucht. Mehr als mein eigener Vater das hier tat. So gesehen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und ich kann nicht das Blut verleugnen, das in meine Adern fließt. Aber ich habe mich schon reichlich bestraft und mich verbessert. Ich trinke nicht mehr. Und jedes Jahr begebe ich mich auf diese Pilgerreise, um meine Tochter dies zu beweisen. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber so kriegst du deine Tochter auch nicht wieder. Dafür ist es leider, leider, leider zu spät. Aber schon interessant, was er für Strecken mit seiner Tochter abgelaufen hat. Respekt. So, aber jetzt gibt es doch bestimmt was in dieser Hütte, oder? Sollte da wieder nichts sein. Oh, ich glaube, jetzt kommt das Ende von der Reise. Oh, ein paar Fischernetze. Denn ich glaube, hinten geht es nicht mehr weiter. Wenn ich mich nicht täusche. Zumindest sah es so aus. Stimmt, da hängt eine Flasche. Aber erst hole ich mir noch den Reifen. Der ist meine. Und jetzt müssen wir zur Flasche greifen. Ich denke, der war weg von der Flasche. Das ist jetzt echt ein bisschen spooky, meine Freunde. Echt spooky. Eine fliegende Flasche am Strand. Na dann. Prost! Ah. Wo die herkamen, habe ich noch ein Dutzend ungeöffneter Flaschen. Meine Buße ist auch noch längst nicht getan. Langsam lerne ich mir selbst zu vergeben. Ich kann dich, Emily, nur darum bitten, mir auch zu vergeben. Du warst die lebhafteste Erinnerung, die mir von deiner Mutter blieb. Und nun, da ihr beide weg seid, dann sagen wir einfach, heutzutage bleibe ich lieber für mich. Es ist besser so. Mir bleibt nur, der beste Lehrer zu sein, der ich sein kann. Und den Kindern anderer Leute die beste Möglichkeit zu bieten, die das Leben ihnen bieten kann. Es tut mir so leid, dass ich das nicht mehr für dich tun konnte. Macht's gut, kleine Meerjungfrau. Schlaf in Frieden. Papi hat dich lieb. Für immer. Ja. Das muss ich sagen, war echt wirklich ein trauriges Spiel. Wie gesagt, ich habe so eins noch nie gespielt. Das war meine Premiere. Ich hoffe trotzdem, es hat euch irgendwo gefallen. Wenn ja, ich verlinke es wieder, dass ihr es euch kaufen könnt. Was als nächstes kommt, lasst euch überraschen. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, ihr könnt mir gerne Kommentare hinterlassen für Spielvorschläge. Oder Verbesserung jeglicher Art. Ich bin für alles dankbar. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Let's Play. Das werde ich morgen eventuell anfangen. Bis dahin wünsche ich euch echt eine wunderschöne Zeit. Ich würde mich über jedes Abo freuen. Aber wie gesagt, das ist kein Muss. Bis dahin genießt euer Leben und wir sehen uns. Tschüss.